gerade. Hupsi. So, siehst du mich? Ja, einen Moment. Ich gehe schnell rein. Und ich glaube, jetzt können uns die Leute hören. Hallo Leute von der MedUni Innsbruck. Ich schau mal, wie viel sind denn online? Sieben. Sag mal, Sie sollen was schreiben, wenn Sie das nicht eh schon hören. Falls ihr mich nicht hört, bitte jetzt schreiben, ansonsten vielleicht kurz einen Daumen nach oben oder irgendwas. Naja, schau. Passt, dann lege ich auf, weil sonst hören wir uns doppelt und dreifach da. Wie Bye-bye. ich freue mich. Ja, hallo. Hallo, hallo, hallo. So, schön, wenn Sie schon online seid. Jetzt können Sie kurz zuschauen, wie ich noch schnell den Platz fertig einrichte. Damit ihr auch seht. Na gut, wenn ich gewusst hätte, dass das so viel zeigt, hätte ich vielleicht aufgeräumt. Moment. Bisschen besser, oder? So, wenn ich hier hinten stehe, hört sie mich dann noch? Mal kurz Bescheid geben, hört sie mich? Ja, perfekt, super. Coole Sache. Da läuft. Super. Aber eh noch kurz Zeit. Müssen wir loslegen. Aufregend, ne? Hab das noch nie vorher gemacht. Ich hoffe, ihr entschuldigt, falls ich irgendwie einen Blödsinn einmal rede. Schauen wir mal, ob man da irgendwo auf den Vollbildmodus auch gehen kann. Wurscht. Ja, großartig. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon so wie ich. Bisschen aufgeregt, habt das auf YouTube noch nicht gemacht. Aber es wird sicher lustig werden. Da hinten seht ihr eh schon, da liegen schon ein paar Sachen rum. Werden wir nachher gemeinsam Gas geben. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Ich erzähle euch nachher eh nochmal, was wir machen. Wir werden dann ein bisschen gemeinsam aufwärmen, zuerst mobilisieren. Dann geht's. Dann schauen wir, dass wir schön ins Schwitzen kommen. Jetzt weiß ich, wie sich die Influencer fühlen. Die reden auch immer in eine Kamera ohne Gegenspieler. Schon spannend. Vielleicht wäre ich im nächsten Leben Influencer. Oder Corona, dann hat man die bessere PR. Das Handy muss aber leise. Ja, dann sind wir ja schon zu acht, was ich sehe. Außer irgendwer ist zu zweit vom Bildschirm, dann sind wir vielleicht ein bisschen mehr. Spannend auf jeden Fall. 10 Minuten gehen wir es an. Circa. Für die, die schon da sind, wo seid ihr denn übrigens her? Würde mich ja interessieren, wo überall zugesehen wird. Schreibt mir das mal kurz in die Kommentare, wo ihr herkommt.
Oder ihr könnt mir auch reinschreiben, was für Ärzte ihr werdet. Pathologen oder Kinderärzte, Schönheitschirurgen. Vielleicht brauche ich ein paar von euch irgendwann in Zukunft. Ja, aufregend. Aufregend, aufregend. Ich werde mich dann um 5 noch ordentlich vorstellen, wenn es dann wirklich losgeht, damit ihr auch wisst, mit wem ihr da zu tun habt. Sehr spannend. So, in 10 Minuten geht's los, dann bin ich auch gleich wieder da. Soll ich jetzt einen Zettel schreiben? Bin gleich wieder da. Upsi. Ist das jetzt spiegelverkehrt? Fail. So, komme gleich. So machen wir das. So.
Hallo ihr Lieben! Hallo, hallo, hallo! So, in 3 Minuten geht's los. Wenn es mit euch geht, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mein kleines Beruhigungskaffee-Tee. Ah, der Pult, schön, gell? Das, bitte jeder Arzt, der jetzt sagt, das soll ich nicht tun, in den Kommentaren. Ich werde es aber wahrscheinlich trotzdem machen. Ihr wisst ja, dass wie das ist mit den Patienten. Ne? Da sagt mir dann, macht's das nicht, macht's jenes nicht. Und was machen sie? Genau das Gegenteil. Ich bin da keine Ausnahme. Ja, also, kleiner Ausblick auf euren Berufsalltag. So wird es sein. Ihr sagt, mach's nicht. Und Patient sagt, oh, wurscht. Ja, also, Prost erstmal. So. 2 Minuten. Dann geht's auch schon los. Dann werden wir uns ein bisschen vergnügen. Ja. Und zwar werden wir beginnen, indem ich euch einmal kurz sage, wer ich bin. Ich weiß nicht, warum ich einen Stift in der Hand habe, aber gut. Dann werden wir kurz durchmobilisieren. Wir werden dann weiter starten mit ein bisschen einer koordinativen Warm-up-Geschichte. Und dann geht es richtig an einmal umblasen. Ja. Und dann werden wir auch ein bisschen einen Cooldown machen und weiter in die Entspannungseinheit leiten. Ihr dürft da gerne einfach online bleiben. Und ja, wer nicht mehr mag, darf natürlich auch jederzeit aussteigen, so ist ja nicht. So, gebt mir bitte kurz ein Signal, wenn ihr soweit seid, dass ich richtig loslegen kann, damit wir dann jetzt endlich mal den Bobsch in die Höhe bekommen, weil ich sitze hier gemütlich auf meinem Sesselchen. Und der Hintern wird immer breiter. Eher blöd. Ja? Jawohl, da sagt schon der Erste, die Simeon. Jawohl, let's go. Okay, dann let's go. Also ihr Lieben, herzlich willkommen bei Antiviral Episode Nummer 2. Ich freue mich mega, dass ich das machen darf. Nicht nur, weil ich ja selber mal Studentin war, schon lange her, da haben die Dinosaurier noch gelebt, sondern auch, weil ich mit der MedUni Innsbruck natürlich gute Kontakte habe und mich mega freue, dass ich überhaupt gefragt worden bin. Also, vielleicht kurz zur Info. Ich bin die Lela. Hallo erstmal. Wer wissen will, wer ich genau bin, einfach mal am besten schauen auf secret-garden-fitness.com. Das ist meine Homepage. Und auch ein Blog, weil ich mache ja auch hin und wieder so auf coolen Influencer. Das heißt, da gibt es dann auch Rezepte und Gratis-Workouts, die ihr euch nachher auch anschauen könnt. Dort findet ihr eigentlich alles, was so um mich herum passiert. Ich bin aus Heiligeneich, deswegen ist auch meine zweite Homepage holyoak.at. Welch Scherz. Ich bin staatlich geprüfte Athletiktrainerin, habe aber Biotechnologie studiert, das heißt Naturwissenschaften. Yay! Was wir heute machen werden, ja, ihr seht hier, willkommen aus meinem Wohnzimmer übrigens, ja, für die, die da hinten gleich den Kabelsalat bemerken, wir sind noch nicht ganz fertig, es ist noch eine Baustelle. Wir werden heute machen ein gemütliches, koordinatives Warm-up. Dann geht's weiter mit einem ordentlichen Workout zum einmal umblasen, jeder in seinem Ermessen. Wir können das hinauf und hinunter skalieren, das heißt, bitte einfach so weit mitmachen, wie es geht. Und dann gehen wir über in eine gemütliche Entspannung. Ja, wir werden vielleicht auch noch kurz ein bisschen ein Dehneinheitchen da hineinschieben. Wer um 17.45 Uhr circa aussteigen möchte, weil er sagt, die Entspannung, die braucht er nicht, er holt sich lieber ein Bier, ist in Ordnung, sind Elektrolyte, also geht. Für die sagen, wir steigen erst um 17.45 Uhr ein, auch okay. Also für die, die wirklich auf die Entspannung warten, entweder jetzt zuschauen und sich amüsieren, wie ich jetzt auch gleich sterben werde, oder mitmachen und dann Vollgas-Entspannung. Alright? So, habe ich jetzt alles Wichtige gesagt. Jetzt gehen wir noch kurz einen Disclaimer durch. Wichtig. Erstens, ich sehe euch nicht. Ja, da kann man jetzt sagen, Gott sei Dank oder eher Mist. In meinem Fall ist es eher Mist, weil ich sehe nicht, was ihr jetzt da gleich hinter den Bildschirmen aufführen werdet. Bitte, jeder macht so weit mit, wie es geht. Was nicht geht, wird ausgelassen. Ja? Wir kommen dann nachher noch zu den Übungen dazu. Wir gehen sie kurz einmal durch und zwischendrin, wenn ich aufhöre, hört ihr bitte nicht auf. Ja? Zum einen bitte bin ich schulteroperiert. Manche Übungen kann ich nicht voll mitmachen nach wie vor.
Ihr werdet aber voll mitmachen und ich erkläre euch dann einfach zwischendurch auch immer wieder was. Während den Workouts, wenn ihr Fragen habt, rein in die Kommentare. Ich werde mich bemühen, sie zu beantworten, wenn es irgendwas gibt. Ansonsten, nicht über die eigene Grenze blöd hinausgehen, Grenze antasten, super gut, aber bitte nicht Grenze so überschreiten, dass ihr nachher erst wieder zum Arzt müsst. Das wäre jetzt irgendwie Arsch, ne? Wie es auf schön wienerisch heißt. Gut, aufgepasst, wir fangen an. Stellt euch mal gemütlich hin. Wir suchen uns ein gemütliches Plätzchen. So. Übrigens, gell, wichtig heute, es wird geglitzert, nicht geschwitzt. So, also ihr Lieben, jetzt fangen wir mal gemütlich an. Einfach mal gemütlich hinstellen. Und wir fangen an mit dem Schulterkreisen. Wir versuchen jetzt als erstes unsere ganzen großen Gelenke, sprich Schulter und Hüfte, aber das muss ich euch eh nicht erzählen, wie das mit der Anatomie ist, ordentlich durchzumobilisieren. Ne? Jetzt lang nach hinten kreisen. Und dann merkt ihr da hinten, schön weitermachen, bis da hinten schon so ein bisschen zippelt und zappelt. Das ist gut so, das wollen wir auch so. Wir brauchen vor allem Schulter und Hüfte sehr, sehr mobil heute, denn es wird ja doch relativ knackig werden. Gut, nicht vergessen, ein bisschen die Richtung zu wechseln. Mir persönlich ist immer wichtiger, nach hinten kreisen, weil von Natur aus, wer kennt's, sind wir eher als solche Dinosaurier. Ne? Also bitte eher nach hinten kreisen, dann macht man das ganze System ein bisschen lockerer in eine Richtung, wo wir es eh brauchen. Gut, ihr Lieben. So, dann gehen wir weiter mit den Armen. Einmal die Arme ausstrecken. Kleine Kreise fangen wir an. Und aufgepasst, das machen wir jetzt eine ganze Weile lang. Bis 17,45. Nein, Scherz. Schön kreisen, kreisen, kreisen. Wir werden mit dem Radius dann auch immer größer, immer weiter. Jawohl. Ich sehe gerade, ich hätte mir vielleicht eine längs gestreifte Hose anziehen sollen. Das wäre nicht so viel Rauschen gewesen am Bildschirm. Wurscht. So, immer größer, immer größer. Aufpassen, ordentlich gut drehen, dabei jetzt nicht ins Hohlkreuz rutschen und nicht einen Rundrücken machen. Gerade Stand und ordentlich Full Range of Motion, wie es so schön heißt. Durchbewegen, mobilisieren. Und gut drehen und dann langsam wieder sukzessive mit jedem Mal kreisen. Kleiner werden. Ha? Wichtig. Ganz gemütlich angehen, das soll schon ein bisschen ziehen, das ist okay. Für die, die es ganz gewaltig zieht, ab zum Mobilisieren, regelmäßig. So, sind wir wieder angekommen bei den kleinen Kreisen. Nicht vergessen, nicht aufhören, nur wenn ich aufhöre. Und Richtungswechsel. Kleine Kreise fangen wir an. Jawohl. Nun werden wir wieder immer größer. Aufpassen. Gerade Haltung, kein Hohlkreuz, kein Rundrücken. Man nennt es auch liebevoll Entenpopo. Who can relate? Und größer, größer, größer. Voller Bewegungsradius, full range of motion. Ordentlich kreisen. Gut. Und macht es ruhig so lange, bis ihr das Gefühl habt, ihr seid locker. Ja? Ich kann es leider nicht sehen, wie ihr wisst, aber das wird schon. So. Wenn ihr da oben durch seid, gehen wir weiter auf die Hüfte. Ne? Wichtig ist mir, nicht mit der Hüfte wegknicken, das machen wir nur, wenn wir auf die Liebsten warten, damit er endlich aus dem Badezimmer rauskommt. Jetzt ist die Hüfte gerade. Und vor, zurück pendeln. Im Standbein sind wir ganz leicht abgewinkelt. Man sieht das eh ganz gut mit der weißen Wand. Ein leichter Winkel ist drinnen. Also nicht durchstrecken, ne? Nicht durchstrecken und nicht voll ins Knie. Ganz gemütlich vor, zurück. Und mit jedem Mal pendeln wird der Radius größer. Das heißt vor, zurück. So mal beachtlich zum Sehen, wie das bei mir ausschaut. Das werde ich jetzt öfters machen. Ich werde jetzt einmal in der Woche YouTube Live machen, einfach damit ich sehe, wie ich ausschaue. So. Und auch da, so hoch wie möglich. Und auch hier gilt, kein Entenpopo nach hinten, sterbender Schwan und kein Rundrücken nach vorne. Angehockt ist ganz. Okay? Also schön vor, zurück. Vor, zurück. Gut. Und dann werden wir auch hier wieder kleiner im Radius. Schön vor, zurück.
Also, war gut. So, genau, schütteln wir stand, Haxi. Wenn sie es da schon spürt, ist normal, ist okay. Jetzt machen wir das Ganze zur Seite. Ein bisschen pendeln. Standbein ist abgewinkelt. Leicht aktive Gelenkshaltung. War. Und seitlich. Jawohl. Und auch hier. Immer weiter hinauf. So. Gescheit hinauf. Hopp. Hopp. Jawohl. Und bitte, ganz wichtig, darauf achten, wieder nicht mit dem Becken wegkippen in die eine oder in die andere Richtung. Standbein bleibt gerade. So, jetzt ganz langsam wieder kleiner werden mit dem Pendel. Mhm. Bisschen kleiner wieder werden. Gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns kommt gerade die Sonne raus. Jawohl. Gut. Und nochmal schütteln. Gut. Und andere Seite. Vor zurück. Kleines Pendel fängt an. Wir achten wieder auf die Knickhüfte. Hinauf. Gut. Vor, zurück. Zurück. Falls schon jemand im Schwitzen ist, ist okay. Jawohl. Heizung abdrehen am besten, dann schwitzt man nicht so. Jawohl. Und vollen Radius hoch. Jawohl. Falls ihr jetzt bemerkt, dass eine Seite leichter geht als die andere, auch das ist normal, wir sind alle ein wenig disbalanciert. Vor allem nach Corona sind wir noch mehr disbalanciert. So. Vor, zurück. Gut. Und dann werden wir wieder kleiner. Jawohl. Und zur Seite. So. Und hinstellen. Aktive Gelenkshaltung im Standbein. Sehr schön. Und links und rechts. Schön zur Seite. Wir darauf achten, das Standbein knickt nicht weg. Wir bleiben hier ganz gerade. Jawohl. Ich habe gerade gelesen, unter den Kommentaren steht schon gute Schwingasse. Ich nehme an, das heißt Schwungmasse. Ist schon klar, gell? Jawohl. Die ist hart auf Rissen, ne? Und ein bisschen trainiert. So. Hopp. 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 Und dann werden wir wieder kleiner. Jawohl. Gut. So. Aufgepasst. Jetzt gehen wir es an mit ein bisschen Koordination. Wir fangen an mit Farben. Ich habe hier meine vier Ringe. Ich meine nicht die Bauchspeckringe, gell? So. Vier Farben. Jede Farbe bekommt jetzt gleich ein Kommando zugeordnet. Und ich werde dann nachher einfach nur die einzelnen Ringe heben, dass ihr die Farbe seht. Und dementsprechend mitmachen. Aufgepasst, wenn ihr euch verhaspelt, scheißegal, einfach neu formatieren, wieder mitmachen, okay? Fehler passieren, voll wurscht. Wir gehen's durch. Wenn ich den blauen Ring hebe, dann hebt ihr den rechten Arm. Wenn ich den grünen Ring hebe, dann hebt ihr den linken Arm. Wenn ich den roten Reifen hebe, dann hebt sie das rechte Bein an und beim Gelben, total kreativ, das linke. Alright? In der Zwischenzeit ein bisschen laufen am Stand und dann kommt immer wieder der Reifen und ihr hebt dementsprechend die Gliedmaßen. So. Ups, das war zu tief. Ja, man merkt schon, ich bin noch kein Profi-Influencer. Ich übe noch. Gibt es dafür eine Ausbildung? So. Wir laufen am Stand. Jeder in seinem Tempo. Wer es zackig mag, der gibt Vollgas. Wer sagt, aber mit dem Gas, macht ein bisschen gemütlicher. Und wer es richtig heavy mag, der nimmt sich noch Wasserflaschen in die Hand. Ja? Und da ich weiß, dass ein paar Leute aus Heiligenreich zuschauen, Bierkiste ist auch okay. So. So, gemütlich laufen. Und der rote Reifen ist in der Höhe, also Bein hoch. Und gelber Reifen. Linkes Bein hoch. Wir gehen auf blau. Rechten Arm hinauf. Und grün. Linker Arm rauf. So, jetzt werden wir das ein bisschen zügiger machen. Ich hebe nochmal die Reifen.
und ihr hebt an. Laufen am Stand nicht vergessen, immer laufen. Gelb, linkes Bein drauf. Grün, linker Arm drauf. Blau, rechter Arm. Rot, rechtes Bein. Rot, rechtes Bein. Rechter Arm. Linker Arm. Aufgepasst. Kombination. Linker Arm, linkes Bein. Aufgepasst, dass euch nicht umhaut. Weiter geht's. Rot, rechtes Bein. Linker Arm, rechtes Bein. Linkes Bein, rechter Arm. Beide Arme. Rot. Was ist rot? Rechtes Bein. Gelb. Linkes Bein. Rechtes Bein. Linkes Bein. Und aufgepasst, jetzt Schuhplatteln. Na, Spaß. Weiter geht's. Ein bisschen mit. Rot. Gelb. Linker Arm. Rechter Arm. Linkes Bein. Rechtes Bein. Linker Arm. Rechtes Bein. So, vier Kommandos noch. Wir machen rechts. Links. Rechts. Und links. Gut. Na, irgendwem kalt? So, dies hier war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Jetzt werden wir es ein bisschen knackiger machen. Und zwar, einmal kurz, wer möchte, abschreiben oder ab mitschreiben. Hier kommen vier Karten mit vier Nummern. So. Und zwar, die Nummer 1. Wenn diese Karte kommt, machen wir drei Strecksprünge. Strecksprünge sollten jedem klar sein, nehme ich an. Wir gehen tief zu Boden, Sprung, Sprung, Sprung. Weich im Gelenk landen, nicht ins gestreckte Gelenk hinein, außer es sind Orthopäden anwesend, die jetzt schon ihre Kundschaft aufbauen wollen. Nummer 2, Burpees. Jeder liebt sie, oder? Ein Burpee. Burpee, ihr könnt es variieren. In der Liegestützvariante oder komplett hinlegen. Ha. So. Wir fangen an. Liegestützausgangsstellung. Entweder einen Liegestütz machen oder ablegen, hinaufdrücken, vorspringen, hochspringen, zurück und runter. Dann geht es wieder in die Höhe und offen. Sollte die Karte Nummer 3 kommen, dann machen wir drei gesprungene Kniebeugen. Kniebeuge ist soweit klar. Gesprungen. Oh, 1, 2, 3. Jawohl. Und bei Nummer 4 machen wir einen gesprungenen Ausfallschritt, einen Jump Lunge. Tief. Hopp. Und weiterlaufen. Okay? Zwischen den Kommandos einfach laufen. Jeder in seinem Tempo. Wer sagt, mir geht die Puste, ab mit dem Gas, gemütlicher laufen. Wer sagt, geht, Vollgas. Bitte das Ohrgreif Vollgas, ja? So, ready? Am Anfang sage ich es euch wieder an, was gemacht wird. Später dann nur mehr die Karte. Alright, off. Let's get it on. 1, 3, Strick, Sprünge. Hui. Jawohl. Und 4. Was war 4? Ein Ausfallschritt. Ein Ausfallschritt. Hopp. Hopp. Und laufen.
Und die Nummer 3. 3 gesprungene Kniebeugen. 1, 2, 3. Und laufen. Und die Nummer 2. Ein Burpee, mein Lieben. Und runter, rauf, vor, Sprung, hinunter. Und laufen. Und 1. Hopp, hopp, hopp. Laufen am Stand. Laufen am Stand. Ein Burpee. Und tief, hoch, vor, Sprung, tief, runter, hoch und weiter. Laufen, laufen, laufen. Und hui! Gesprungene Kniebeuge, 3 Stück. 1, 2, 3. Und laufen, 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 laufen. Und die 4. Gesprungener Ausfallschritt. Hopp. Hopp. Und laufen. So, weitermachen. Bereit? Burpees. We love Burpee. Gut. Nächste. Und 1. 3 Strecksprünge, meine Lieben. 1. 2, 3 und die 3. 3 Ausfallschritte, Entschuldigung, 3 Kniebeugen. Springen. 1, 2, 3 und Ausfallschritt gesprungen. Einmal mit dem linken hinten, einmal mit dem rechten Bein hinten und die 2. Ein Burpee. Jawohl. Bereit für die Nummer 3. Was sind die 3er? Die gesprungenen Kniebeugen. 3 Stück. Jawohl. Und bereit machen. 4. 4. Eingesprungener Ausfallschritt. Einmal links, einmal rechts. Und Puppies! Ich gebe die Karte jetzt dann mal weg, ja? Ist fair. Kommt ja noch ein bisschen was. Und Kniebeuge gesprungen. 1, 2, 3. Und Strecksprünge. 3 Stück bitte. Tief runtergreifen zum Boden. Geraden Rücken. Spannung halten. Hochspringen. Weich landen. Vergessen wir nicht auf die Knie, die weichen. Laufen am Stand zwischendurch und 3 Kniebeugen gesprungen. 1, 2 und 3. Und nächste. Ein Ausfallschritt. Einmal links, einmal rechts. Und aus den 3 Karten ziehen wir noch einmal welche. Die Nummer 3. Hopp, hopp, hopp. Und 1, 3 Strecksprünge und 1, 2, 3 und dann bleibt noch über die 4. Hopp, hopp und puh, geschafft. So, Schluck Wasser trinken, kurz den Schweiß abwischen, wer schon einen hat, falls jemand noch keinen hat, schreibt mir das kurz, wenn euch das zu leicht war. Dann werden die nächsten Übungen nämlich gleich anstrengender. Wenn es für euch genauso passt, lasst mir trotzdem einen kurzen Kommentar da. Einfach nur mit einem Smiley, dann weiß ich, es passt so für euch. Gut, Schluck Wasser trinken. Na? Aha. Wo sind die Smileys? Ihr könnt auch den machen, wenn es zu anstrengend ist. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Gut. So, und während ihr euch noch kurz erholt, Schluck Wasser trinkt und Smileys oder Daumen nach unten mir gebt, folgendes. Wir machen jetzt ein Intervalltraining nach Tabata.
Tabata, das war so ein Kollege von früher, der hat gemeint, wenn man 20 Sekunden in der Belastung ist und 10 Sekunden in der Pause und das 8-mal, dann hat das einen super Effekt auf die Fettverbrennung, zum Beispiel. Ja? So, wir machen das jetzt auch. Und zwar werden wir jetzt das so gestalten, wir gehen jetzt zusammen die Übungen einmal durch und wir machen dann für einen Tabata-Zyklus immer die gleiche Übung, okay? Das heißt, wir machen 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 8-mal, kommen somit nach Adam Riese auf 4 Minuten Trainingszeit. Und dann geben wir uns wieder Zeit zum kurz runterkommen, einen Schluck Wasser trinken, dann zeige ich euch die nächste Übung und los geht's, okay? Wenn ich zwischendurch aufhöre, dann hole ich auf jeden Fall die Uhr heraus. Und die wird dann euch zeigen, Pause oder Start, und ich werde dazu sagen, okay? Wir fangen mit einer ganz klassischen Übung einmal an. Und zwar fangen wir an mit Kniebeugen, okay? Kniebeuge, mir besonders wichtig, ordentlich ausführen und konzentriert, okay? Wenn Sie merkt, ihr seid ein bisschen am Schwächeln, weil ihr schon müde werdet, dann bitte oben mit dem Gas. Es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität. Wichtig bei der Kniebeuge, gehen wir es an. Wir stehen zwischen Hüft- und Schulterbreit. Ja, für die, die breite Hüften haben, das ist keine Entschuldigung fürs Nicht-Mitmachen oder so. Ordentlich. Also irgendwie das mit dieser Bildschirmeinstellung, das muss ich noch üben. Ne? Ich werde in eine Influencer-Schulung gehen. So, wir stehen zwischen Hüft- und Schulterbreit. Die Zehen zeigen leicht nach außen. Die Kniespitze folgt den Zehenspitzen. Und jetzt geht der Popsch nach hinten, der Oberkörper bleibt gerade. Bauch anspannen, Kopf gerade halten. Nach hinten, maximal 90 Grad im Kniegelenk und wieder nach oben. Und tief und hoch. Für die Vorstellung, stellt euch vor, ihr drückt die Erde runter und so kommt sie in die Höhe. Tief und hoch. So, jetzt, meine Lieben, keine Verbeugen, keiner verbeugt sich, weil es wie so schön heißt, Knie beugen und nicht verbeugen, okay? Nächstes, jeder macht so viele, wie es halt geht. Saubere Ausführung ist King. Egal wie viele es sind, 20 Sekunden bitte probieren durchzuhalten. Wenn ihr merkt, es geht nicht mehr gut, macht es langsamer. Wenn ihr merkt, es geht noch, Gas, Gas, Gas. Wer es schwieriger haben will, Wasserflaschen in die Hand nehmen, Bierkisten, die Freundin, den Freund, irgendwas, was schwer ist, was ihr hier halten könnt. Ja? Gut, dann sage ich euch jetzt an, 20 Sekunden ist on, 10 Sekunden ist off, ich sage Start und Stopp und dann geht's los. Okay? So, die Uhr wird gestartet, bereit machen und Start. 20 Sekunden. Ordentlich Kniebeugen machen. Jawohl. Tief und hoch. Tief und hoch. Jawohl. Super. 3, 2, 1 und Stopp. 10 Sekunden Pause. Und dann kommen die nächsten Kniebeugen. Und Start. Die nächsten 20 Sekunden. Wir sind schon im zweiten Intervall. Hoch. Tief. Jawohl. 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 Schön weiter. Und Stopp. Pause. Bremst du den Popschi. Bereit machen. 3, 2, 1 und Start. Tief und hoch. Jawohl. Und mal mit dem Bock zusammenzwickeln. Das muss brennen. Jawohl. Und Stopp. Pause. Hui. 3, 2, 1, Start. Und hoch. Und hoch.
Und gut. Geht schon die Pumpe ein bisschen hoffentlich. Bei wem es nicht geht, Zusatzgewichte nehmen. Und stopp. Pause. Gut, Halbzeit. Viermal noch, dann ist Pause. Und start. Tief. Hoch. Jawohl. Puh. Gut. Und durchziehen. Sehr schön. 3, 2, 1 und stopp. Puh. Geht euch auch die Pumpen? Die Corona-Pause hat mir nicht gut getan. Start, meine Lieben. Hopp. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Gut. Sehr schön. 5. Und stopp. Jawohl. 2-mal noch. 2-mal noch. Gut. Und start. Vorletztes Mal. Jawohl. Und hoch. Jetzt wisst ihr, warum das Warm-up so entscheidend ist. Dass man den Körper auch ordentlich vorbereiten auf das Ganze. Jawohl. Sehr schön. 3, 2, 1 und stopp. Und einmal noch. Aufpassen. Keine X-Haxen, gell? Schön 10 nach außen. Start. Letztes Mal. Hoch. 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 10 Sekunden noch, dann ist Pause. Drei, zwei, eins und stopp. Sehr schön. Na, wie geht's euch? Wer hat noch so eine Tomatenbirne wie ich? Wer kennt das? 3 Sekunden in Bewegung und schon ist der Kopf bluderrot. Ich hätte mir was Grünes anziehen sollen, das hätte kaschiert. Nächstes Mal. So, ich schaue mal auf meinen Schummelzettel darunter. Nächstes, Mountain Climbers. Ja? Die werde ich euch jetzt vorführen. Allerdings nicht voll mitmachen. Da spielt leider nach wie vor die Schulter nicht so richtig mit. Eher doof, ne? So, Mountain Climbers. Wir gehen in die Liegestütz-Ausgangsstellung. Liegestütz-Ausgangsstellung. Wir achten darauf. Schulter, Ellbogen, Handgelenk in einer Ebene. Bobschi ist nicht hier oben. Und ganz wichtig, bitte nicht im Kreuz hängen. Schön Spannung halten. Und jetzt ziehen wir das Haxi vor. Vor, vor, vor. Wichtig, wer es nicht anders schafft, darf vorne den Fuß abstellen. Wenn es geht, nur vorziehen das Knie und wieder nach hinten. Je schneller, desto anstrengender. Surprise. So, mit ihr einfallen, wir üben das mal kurz gemeinsam durch. Machen wir den hier. Okay? So. Das Ganze. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Ich sage euch wieder an, Start und Stopp. Bereit und Start. Los geht's. Kleinbein, Kleinbein, Kleinbein. Aufpassen, dass der Bobsch nicht nach oben geht wie ein Zelt und nicht nach unten hängt. Yoga machen wir nicht. Vielleicht ein paar Elemente später. So, 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Gut. Schön. Kurz durchatmen und bereit machen. Wir starten jetzt. Runde 2. Füße vorziehen, Füße vorziehen, Füße vorziehen. Gemma, 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 gemma. Das muss jetzt schon richtig brennen, ihr Süßen. So, los, 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 los. Und noch. 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Durchatmen. Das ist eine richtige Kackübung, die tut sofort weh. Start. Los geht's. Vorziehen, vorziehen, vorziehen.
alles, was geht, vorziehen, vorziehen, vorziehen. Wer auch so wie ich mit der Schulter da leider nicht mitmachen kann, der hat jetzt kurz einfach mal 4 Minuten Pause oder er wiederholt die Übung von vorher mit den Kniebeugen. Na? 3, 2, 1 und Stopp. So, jetzt nehme ich mir mein Handy daher, damit ich nicht ständig darüber linsen muss. Gut. Und Start. Los geht's. Drittes Intervall haben wir schon geschafft. Mitten im vierten. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Schön die Haxen vorziehen. Bitte gut darauf achten, auf die Schulter, Ellbogen, Handgelenkachse, dass die wirklich genau untereinander sind. Und 3, 2, 1 und Stopp. Sehr schön. Halbzeit. Nur mehr die Hälfte. So, 3, 2, 1 und Start. Los geht's. Schön Spannung im Kreuz halten. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt das auch in der vollen Stützposition nicht mehr halten, geht's in die Unterarmstützposition. Das heißt, ihr legt euch hier auf die Matte auf. Jawohl. Los, 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 los. Und 3, 2, 1 und Stopp. Gut. Gut. Durchhalten. Jetzt haben wir es eh gleich geschafft. Und Start. Gas geben. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Richtig durchziehen. Bam, bam, bam. So, da, gleich haben wir es. Und 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Und jetzt nur mehr zweimal, dann ist durch. Hm? Zweimal noch, wir starten in 3, 2, 1 und los. Hopp, hopp, hopp. Schön vor zurückziehen, Gas geben, Gas geben, Gas geben, alles was geht. Los, 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 los. Gleich geschafft. Fast. Und 3, 2, 1 und Stopp. Und jetzt einmal noch, okay? Dann ist Pause. Bereit machen. 3, 2, 1 und Start. Jetzt alles, was geht. Rausblasen, was geht. Gas, Gas, Gas. Und dann werden wir durchatmen, kurz einmal. So. 10 Sekunden noch. Jawohl. 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Gut. So. Schluck Wasser trinken. Na, wie gefällt es euch? Geht so? Ihr seid aber noch nicht alle so müde, dass ihr nicht mehr tippen könnt. Also wer Lust hat, kurzes Smiley, dass ich weiß, dass das so passt. Oder Daumen nach oben. Daumen nach unten geht auch, dann gehen wir mit dem Gas ein bisschen runter, machen wir ein bisschen mehr Pause. Ne? Alles gut. So, Dali. Als nächstes machen wir Hampelmänner. Ja, die guten alten Hampelmänner. Die pfeifen wie Sau. So, kurze Info. Hampelmänner. Ich muss mir da irgendwie sowas bauen, dass ich weiß, wann da das Ding richtig steht. Hampelmänner, vor allem ein Mädchenthema, okay? Dass die Knie so x-ig werden, okay? Nämlich, wir wollen rausspringen und aufgepasst. Die Knie zeigen schön nach außen. Wir knicken hier nicht rein. Das bitte nicht. Außer, wie gesagt, ihr wollt Orthopäden werden und eure Kundschaft aufbauen. Dann ist das was anderes. Aber ich glaube, das geht gegen den Medizinerkodex oder so. Ne? Arme nach oben. Das sind Hampelmänner. Aufgepasst. Wer sagt mit der Schulter, das ist nicht zu leibend? Der macht hier nur so die halbe Bewegung mit. I feel you. Wer sagt, springen mag mein Knie jetzt nicht mehr, der steigt raus, raus, rein, rein. Na, der macht einfach so eine kleine Dippelbewegung. Alright? So. Es geht, wie vorhin auch, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 8 Mal, 4 Minuten und dann geht der Puls wie Sau. Kleiner Hinweis, das spürt man auch ganz gut im Wadel, gell? Wegen dem Schuhplatteln war das. So, seid ihr soweit? Dann gehen wir es an.
Wir machen uns bereit. Jumping Jacks, Handbeiner, give the kid a name. Hauptsache in Bewegung. Und start. Weiche Knie, nicht ins gestreckte Gelenk springen. Und Gas. Jawohl. Sehr gut. Und stopp. Wenn es langsam anfängt zu drehen, Wasser trinken, kurz Pause machen. Ja? Und dann runter mit dem Gas. Start. Jawohl. Sehr schön. 3, 2, 1 und stopp. Gut. Rück dazwischen ein bisschen ausschütteln. Ja? Spannung im Bauch nicht vergessen, sonst ist alles wobbelig. Gut. Und start. Sehr schön. Geh mal, geh mal, geh mal. 3, 2, 1 und stopp. Sehr fein. Jetzt spüren wir es schon hoffentlich. Also ich schon. Bereit machen. Und start. Hopp, hopp. Hoi. Jump around. Jump around. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Gut, Halbzeit. 4 Durchgänge noch. Gut. Start. Weiche Gelenke nicht vergessen. Und stopp. Yes, yes. Gut. Mal schütteln. Dreimal noch. Start. Nimmst du leicht, bist du nimmst Gewichte in die Hand, die Wasserflaschen. Bierkisten sind jetzt eher schwierig. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. So. Zweimal noch, dann ist Pause. Und Mädels, dann den Pony wieder richten. Er verrutscht überall an ihm beim Hampelmann. Start! Gut gemacht. Und stopp. Einmal noch. Letztes Mal. Und start. Jawohl. 3, 2, 1 und stopp. Gut. Sehr schön. So, kleiner Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir jetzt was machen, was nicht ganz so viel den Puls in die Höhe schnellt und man sich wieder konzentrieren muss auf die Spannung? Ich würde sagen, das ist jetzt ideal, zum nochmal ein bisschen runterkommen. Ja? Und wenn ihr Lust habt, machen wir jetzt noch eine Spannungsübung und dann eine, wo man nochmal ordentlich sich ausblasen kann. Ne? Und dann gehen wir auch schon langsam und gemütlich in die Entspannung über. Ist gut? So. Kann man lassen. Läuft. So. Liegestütz. Nächste Übung sind die Liegestütz. Aufgepasst, für all jene, die keinen Liegestütz können. Vollkommen wurscht, ich kann es auch nicht.
Wer möchte, macht das im vollen Hebel, das heißt mit gestreckten Beinen. Bobschi, Oberkörper, Arme. Okay? Wer sagt, das geht sich nie aus, der macht das im halben Hebel, heißt auf den Knien. Wer das auf den Knien macht, aufgepasst. Auf den Knien, schaut das dann bitte nicht so aus, als würde ich den Boden küssen versuchen. Wir gehen mit den Knien nach hinten, schieben den ganzen Körper nach vorne. Die Oberschenkel, der Bobsch und der Rücken sind in einer Ebene. Wieder haben wir Schulter, Ellbogen, Handgelenk in einer Ebene. Und jetzt aufgepasst, wer es richtig knackig will, der geht jetzt mit den Ellbogen nach hinten weg. Auch seitlich ist natürlich möglich, ist aber ein ganz anderer Muskel. Mir wäre sehr lieb, wenn wir das nach hinten machen. Ist aber viel schwieriger, man kommt nicht so tief. Also wer das jetzt mit seiner Flamme gemeinsam macht, das Workout, lieber mal zur Seite. Schaut gleich besser aus. So, also, tief mit den Armchen und wieder rauf. Tief mit den Armen, hinauf. Alright? Ihr könnt euch gerne eine Matte unter die Knie legen. Wer das im vollen Hebel macht, diesen hießen. Oh, ja, also, gut, gescheit. Okay? Es geht sich bei mir nicht mehr aus. Wer kennt den Spruch? Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Nein, ich bin nicht zu alt, aber geschissen bananbar, was die Schulter angeht. So, 20 Sekunden on, 10 Sekunden off. Spannungsübung, Start. 20 Sekunden. Schöne Liegestütz. Voller Hebel oder halber Hebel, ist scheißegal. Hauptsache mit Spannung. So. Oh, tief runter, hinauf. Jeder so tief, wie es halt geht. Es ist vollkommen wurscht, wie tief es ist. Jawohl. Und stopp. Pause. Dann geht es schon gleich weiter. Und start. Tief hinunter. Jawohl. Wow. Nicht meine Übung. Aber sie ist leider so effizient. Drei, zwei, eins und stopp. So, da ich nachher noch Yoga machen muss, zeige ich euch jetzt wieder die Zeit an. Sonst machen wir nachher ein armiges Yoga. Und start. Los geht's. Tief runter und hinauf. Schöne Liegestütz. Ich schreibe es mal kurz in die Kommentare für alle, die neu dazugekommen sind. Liegestütz. Jawohl. Und für all jene, die jetzt schon eingeschaltet haben, weil 17:45 ist und auf die Entspannung warten, kommt gleich. Und stopp. Entspannung kommt gleich. Einfach dranbleiben, sich ein bisschen amüsieren und vielleicht noch ein bisschen mitmachen, wer Lust hat. Obwohl unaufgewärmt aufpassen. Und start. Liegestütz. Jawohl. Schön drauf, 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 drauf. Ordentliche Liegestütz. Trink nochmal einen Schluck Kaffee. All jene, die mich nicht kennen, das ist wie Wasser für mich mittlerweile drum geht. Und stopp. Jawohl. Hälfte Hammer. Und start. Ordentliche Liegestütz. Drei. Zwei, eins und stopp. Dreimal noch. Dreimal noch. Für die, die dazugeschaltet haben, Entspannung beginnt in 5 Minuten circa. Und start. Los geht's. Und stopp. Sehr schön. Zweimal noch. Schreib's da kurz noch in die Kommentare gleich dazu, dass wir noch 5 Minuten brauchen. Start für diejenigen, die bei den Liegestütz dabei sind. Und drei, zwei,
Eins und Stopp. Einmal noch. Sehr schön. Und Start. Los geht's. Letztes Mal Liegestütz. Jawohl. Noch ein letztes Mal Gas geben. Jawohl, jawohl, jawohl. Super. Gut. 3, 2, 1 und Stopp. So. Jetzt gebt mal einen kurzen Daumen nach oben, wer jetzt noch eine Workout-Kraftübung energetisch machen möchte. Und wer schon aufs Entspannungstraining wartet, schreibt es mir das mal kurz, damit wir wissen, ob sich noch eine ausgeht. Ich glaube, eine geht sich noch aus, oder? Was sagt die ÖH dazu? Also die Teilnehmer der ÖH? Noch eine Kraftübung oder sollen wir schon Entspannung machen? Okay, mach mal heißt in Bezug auf Entspannung oder, oder noch eine Knallerübung. Simeon, gib mir Bescheid, was machen wir? Ich richte mich ja nach euch, ne? Ich nehme an, es heißt, machen wir noch eine Knallerübung, oder? Gut, easy peasy lemon squeezy werden wir die machen und zwar laufen wir am Platz. Na schau, na bitte, da kommen schon die ganzen Smileys. Sehr schön. Eine Kraftübung geht sich noch aus. Easy peasy, kann wirklich jeder mitmachen. Für die, die schwerer haben wollen, die nehmen sich jetzt wieder die Wasserflaschen in die Hand oder andere Gewichte. Die Freundin, der Freund bietet sich für diese Übung bitte nicht an. Ja? Und zwar, wir laufen am Platz und punchen nach vorne alles, was geht. Okay? Jetzt richtig umblasen, weil danach geht es wirklich in die Entspannung. Schwör. Ja? So, wir laufen am Platz, jeder in seinem Tempo. Wer es schneller haben will, der gibt halt ein bisschen mehr Gas, ist eh klar. Weiche Gelenke ist wieder A und O. Und dann ordentlich vorpatschen. Haltest die Spannung im Bauch, ne? Also nicht nur so. Ne? So macht es niemandem Angst. Du kannst beim Ministry of Sea Walks mitmachen, sondern bam, 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 bam. Richtig Gas, okay? Wir hauen jetzt alles noch raus, was geht. Und dann geht es über in die Entspannung. Versprochen. So, bereit und Start. Und Gas geben, Gas geben, Gas geben. Jawohl. Hui. Jetzt auch. 3, 2, 1 und Stopp. Gut. Wenn es jetzt ein bisschen dreht, Wasser. Und 3, 2, 1, Start. Jawohl. Gas, Gas, Gas. Schön. Draufbleiben, draufbleiben, draufbleiben. Fünf. Drei. Und Stopp. Na bitte, das funktioniert, oder? Puh, eine ist immer noch gegangen. Jetzt wiederholen wir. Bereit? Start! Schön laufen am Platz. Jawohl, weiche Gelenke. Und gibt's Gas, zieht's durch. Danach wird's eh gemütlicher. Jawohl, 3, 2, 1 und Stopp. Gut. Sehr schön. Durchatmen. Und Start. Yes. Jetzt fest schon. Und 5, 4, 3, 2, eins und Stopp. Durchatmen. Halbzeithammer. Und Start. Patsch, patsch, patsch. Jawohl. Hopp, 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 hopp. Gut. 3, 2, 1 und Stopp.
Yes, 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 yes. Und 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Zweimal noch. Zweimal. Und start. Patsch, patsch, patsch. Jawohl. Geh mal, geh mal, geh mal. Ich hoffe, dass die Burschen und die Mädels da hinterm Bildschirm alle Gewichte in der Hand haben. Gut. Stopp. Und einmal noch. Und jetzt holt die Kraftreserven raus. Alles, was noch geht. Jetzt wieder ausblasen. Nachher ist Vernichtung angesagt. Und start. Bam, bam, bam. Geh mal. Schön. Gas, Gas. Und 5, 3, 2, 1 und stopp. Gut. Gut gemacht. Ihr Lieben, das war ordentlich. Aufgepasst. Für all jene, die jetzt sagen, die Entspannung gebe ich mir nicht mehr. Ich gehe lieber duschen oder auf einen, was habe ich da gelesen, einen Hopfen-Smoothie. Feel free. Noch mal einen kleinen Hinweis. Lela, Secret Garden Fitness und holyoak.at, das sind meine Homepages. Auf Secret Garden Fitness findet ihr viele Workouts auch zum Nachmachen, die beschrieben sind, die sind gratis. Ihr findet Rezepte und auch ein bisschen so, was ich mir da so im Kopf gehen lasse. Für all jene, die jetzt zur Entspannung da sind, wir fangen in 3 Sekunden an. Bitte all jene, die bleiben, kurz durchatmen, runterkommen, Schluck Wasser trinken. Bitte nicht einfach am Boden legen, bleibt ein bisschen aktiv, geht ein bisschen. Euer Kreislauf wird euch gleich danken. Und dann werden wir ein paar gemütliche Entspannungsmoves machen. Ja? Für all jene, die jetzt zugeschaltet haben. Es ist vielleicht vom Optischen her ähnlich zu Yoga, was wir jetzt gleich machen werden. Es ist tatsächlich aber so ein bisschen ein beruhigender Flow, kann man fast sagen. So ein gemütlicher Flow zum Runterkommen. Das habe ich jetzt eh gerade gesagt. Ich weiß das. Ich glaube, ich habe auch Laktat in der Birne heute. Hilft heute alles nichts mehr. Ne? So. Durchatmen. Wenn ihr mitmachen wollt, bitte entweder eine Matte nehmen. Ihr dürft das herzlich gerne auch ohne Matte machen. Dann bitte nur aufpassen, dass ihr euch auf den Knien nicht wehtut. Es gilt jetzt aufgepasst das Gleiche wie vorhin. Jeder macht so weit mit, wie geht. Und was nicht geht, wird ausgelassen. Solltet ihr jetzt durcheinander kommen mit linkes Bein, rechtes Bein, einatmen, ausatmen, halb so wild, steigt einfach da ein, wo wir gerade sind und fangt da wieder an mitzumachen, okay? Also, wir fangen ganz gemütlich an. Ich hoffe, dass ihr jetzt immer alles seht. Jetzt bei diesem Flow, bei diesem ersten, kann ich nicht so gut auf eure Kommentare reagieren. Das heißt, bitte gebt mir eine Sekunde, wenn es irgendwas gibt. Ja, wenn Einschränkungen da sind, bitte in dem Bereich mitmachen, was möglich ist. Und ansonsten können wir es dann auch schon angehen. Okay? Für all jene, die jetzt sagen, das ist Yoga, aber nicht richtig. I know. Es soll auch nicht Yoga sein. Für Yoga bitte die Trainerin konsultieren, die auf meiner Homepage verlinkt sind. Die können das wesentlich besser als ich. So. Stellen wir uns mal gemütlich hin. Ausschütteln. Ihr dürft jetzt auch ziemlich gestreckt dastehen. Diese aktiven Gelenkshaltungen, dieses leicht abgewinkelte ist jetzt nicht mehr so elementar nötig. Wir schauen einfach, dass ihr gut steht. Stellt euch mal etwa hüftbreit hin und meine Damen, die Hüfte ist nicht so breit, wie die Frauenmagazine uns das einreden. Hüftbreit heißt, dass die Faust etwa hier zwischen den Knien reinpasst, okay? Und wenn die Oberschenkel aneinander reiben jetzt, okay? Who gives a, okay? Ist halt so. Sind trainierte Oberschenkel, Kerze. So. Ordentlich hinstellen. Fingerspitzen zeigen nach unten. Wir stehen gleichmäßig auf beiden Beinen.
Das Gewicht verlagert sich nicht nach links und nicht nach rechts. Wir stehen ganz gleichmäßig. Die Schultern ziehen weit hinunter. Fingerspitzen zu Boden ziehen. Und den Scheitel vom Kopf zieht sich hinauf. Das heißt, die Wirbelsäule wie eine Ziehharmonika auseinandernehmen. Und tief ein- und ausatmen. Wer möchte und wer es vom Atmen schon wieder schafft, durch die Nase einatmen und durch den leicht geöffneten Mund wieder ausatmen. Wenn das nicht geht, einfach so atmen, dass es für euch passt. Wichtig ist, dass ihr kein Seitenstechen bekommt und gleichmäßig ein- und ausatmen, wobei die Ausatmung sogar ein bisschen länger und intensiver sein darf als die Einatmung. Mit jedem Mal ausatmen, ziehen die Fingerspitzen weiter hinunter. Der Scheitel zieht weiter nach oben. Tief ein- und ausatmen. Wer möchte, darf jetzt gerne seine Augen schließen. Dann wird es jetzt gleich auch ein bisschen trickier. Wir wippen ein bisschen vor und zurück. Ein bisschen vor und zurück. Noch nicht auf die Zehenspitzen stellen. Nur so ein bisschen schunkeln. So, als wären 3 bis 5 Achtel zu viel in der Figur. Jawohl. Tief ein- und ausatmen. Jawohl. Gut. Auch das Gewicht schön auf die Fersen verlagern nach hinten und vor auf den Zehenbein. Die Atmung konzentrieren und jetzt einatmen. Wir gehen auf die Zehenspitzen hinauf und mit der Ausatmung langsam wieder hinunter, Gewicht auf die Ferse. Möglichst gleichmäßig das Ganze. Einatmen hinauf. Und ausatmen hinunter. Einatmen hinauf. Und ausatmen hinunter. Und wir nehmen die Arme dazu. Einatmen hinauf. Und ausatmen hinunter. Einatmen rauf. Und ausatmen runter. Einatmen hinauf und ausatmen hinunter. Einatmen auf, ausatmen runter. 3 Mal noch. Einatmen auf. Mal. Mit der nächsten Einatmung in die Arme hinauf, Hände zusammen und ausatmen, die gefalteten Hände ziehen hinunter, Schultern weg, Hände halten fest vom Brustbein zusammen, festen Druck auf die Handflächen, Schultern möglichst hinunterziehen. Und mit jeder Ausatmung den Druck auf die Hände erhöhen. Da ihr Mediziner seid, isometrische Spannung so mithalten. Spürt es richtig, wie sich der Puls verlangsamt, die Herzfrequenz sinkt. Und mit der nächsten Ausatmung lösen. Einatmen, die Arme nochmal nach oben nehmen. Hände zusammendrücken, ausatmen, hinunterziehen und fallen lassen. Lasst euch fallen. Lasst euch hängen. Ein bisschen links drehen. Ein bisschen rechts drehen. Gleichmäßig weiteratmen.
Wir denken daran, dass wir ein bisschen länger und intensiver ausatmen, als dass wir einatmen. Und aufgepasst, mit der nächsten Einatmung heben wir den Oberkörper so weit, dass er parallel zum Boden im Idealfall ist, aber so weit, dass er Rücken gerade ist. Und ausatmen, wir machen uns klein, wir rollen die Stirn zum Kinn und das Kinn zum Bauchnabel. Einatmen, halten auf. Und ausatmen, fallen lassen, einkugeln. Richtig schön klein machen. Einatmen hinauf und ausatmen, fallen lassen. Und ein letztes Mal, einatmen hinauf und ausatmen und hängen lassen. Und jetzt werdet ihr gleich merken, hängen die Arme schon viel tiefer. Die Beine müssen nicht gestreckt sein, die dürfen auch ein bisschen angewinkelt sein. Je gestreckter, desto mehr dehnen wir da hinten die Hamstrings mit. Und einatmen, wir gehen so weit in die Knie, dass beide Hände gleichmäßig den Boden berühren. Und ausatmen, rechtes Bein steigt zurück. Der vordere Fuß ist am Boden, die Ferse auch, Hände am Boden. Das rechte Bein, ist nach hinten. Einatmen und mit der Ausatmung heben wir den Kopf schon hinauf. Wir spüren jetzt eine gute Dehnung hier im Hüftbereich, im Hüftbeuger. Speziell, wenn Sie jetzt gerade in der Prüfungszeit viel sitzt und vom Lernen. Ganz wichtig, aber die Ferse ist am Boden. Ja? Aufgepasst, bei wem das so ausschaut, dass er hier nicht so weit runterkommt mit dem Popo, auch okay, dann seid ihr halt weiter oben. Ist ganz egal, jeder in seinem Bewegungsradius. Ja, wir schauen hinauf. Da waren wir. Einatmen, Kopf senken und ausatmen, das linke Bein steigt zum rechten hinzu. Spannung halten, tief ein- und ausatmen. Und mit der nächsten Ausatmung schieben wir den Popsch nach hinten. Der ein oder andere kennt diese Position vielleicht aus dem Yoga. Der herabschauende Hund. Wir drücken uns von den Händen weit weg vom Boden. Arme, Oberkörper und Popo in einer Ebene. Beine dürfen gestreckt sein und mit der Ferse nach unten kommen. Dürfen aber auch angewinkelt sein. Und die Ferse vom Boden weg. Und weiterhin tief ein- und ausatmen. Einatmen nach vor, ausatmen tief, Knie ablegen am Boden, einatmen und mit der Ausatmung den Popo nach hinten legen, die Arme bleiben vorne, ruhig die Stirn am Boden auf der Matte ablegen, tief ein- und ausatmen. Wenn mein Popo nicht so weit runterkommt, ist überhaupt kein Problem, dann ist er halt weiter oben. Wir denken wieder daran, tief ein- und ausatmen, tief einatmen und lang und gleichmäßig ausatmen. Einatmen nach vorkommen. Und ausatmen, ein bisschen in den Rücken hineinfallen lassen, hinaufschauen. Bitte aufpassen, wer im Kreuz Probleme hat, der macht das natürlich nur so weit mit, wie es geht. Einatmen, wir machen wie eine Art Katzenbuckel, aber wir denken an den Punkt, der hier hinten im tiefen Kreuz sitzt. Der drückt nach oben, der Rest geht nur mit. Und ausatmen, tief im Kopf hinauf. Einatmen. Rundrücken,
aus dem Kreuz ausdrücken. Und ausatmen, hinauf. Einatmen. Und ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung gehen wir in die neutrale Mittelposition. Und ausatmen, Plankenposition wie ein Liegestütz. Einatmen, ausatmen, wir drücken uns wieder nach hinten. Tief ein- und ausatmen. Einatmen, Plankenposition. Ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Und einatmen, rechtes Bein steigt nach vorne. Das Knie ist im Idealfall auf dem Boden. Weg. Ferse am Boden. Ausatmen, hinauf. Einatmen, Kopf senken. Ausatmen, linkes Bein heran. Und mit der nächsten Ausatmung langsam Wirbel für Wirbel in die Höhe. Auch der Kopf hat Wirbel, der Nacken vielmehr. Das wisst ihr besser als ich. Einatmen hinauf. Ausatmen fallen lassen. Hängen lassen. Ein bisschen links wieder, ein bisschen rechts und ein bisschen links, so wie es für euch passt. Dabei weiterhin tief ein- und ausatmen. Jawohl. Und einatmen, wir gehen wieder so weit hinauf, bis der Rücken gerade ist. Im Idealfall ist der Oberkörper parallel zum Boden. Und ausatmen, Stirn zum Kinn und Kinn zum Bauchnabel. Klein machen. Einatmen hinauf. Und ausatmen. Einatmen hinauf. Und ausatmen. Einatmen rauf. Und ausatmen und einmal noch. Einatmen rauf und ausatmen und hängen lassen. Sind die Arme gleich wieder tiefer unten. Denken dran, wer die Hamstrings mitdehnen möchte, der drückt die Knie durch. Aufpassen, nicht über die Grenzen hinaus. Einatmen, wir gehen so weit zu Boden in die Knie, bis die Hände den Boden berühren. Ausatmen, linkes Bein steigt jetzt zurück. Wer vorhin das linke hatte, der nimmt jetzt halt das rechte. Und wenn ich sage links, dann ist halt rechts gemeint. Also wie beim Autofahren. Wieder ordentlich in den Hüftbeuger hinein. Ferse ist am Boden. Hiese. Und einatmen hinauf. Entschuldigung, ausatmen hinauf. Einatmen, den Kopf senken und ausatmen, das rechte Bein streckt zum linken hinzu. Wir halten in der Plankenposition, wieder ist Oberschenkel und der Oberkörper in einer Ebene. Tief ein- und ausatmen. Und mit der nächsten Ausatmung in den herabschauenden Hund, wieder gilt Beine strecken, Ferse runter. Anwinkeln, Knie heben, Ferse heben. Alles ist erlaubt. So wie es euch passt. Jetzt schreibt mal schnell in die Kommentare, ob da alles okay ist. Jawohl. Gut. Das schaut vernünftig aus. Sehr schön. Gut.
Einatmen nach vorkommen, ausatmen, die Knie ablegen. Einatmen und mit der nächsten Ausatmung wieder nach hinten, Stirn am Boden ablegen. Tief ein- und ausatmen. Wenn mein Popo nicht zu tief kommt, der ist halt nicht so tief, das ist ganz egal. Einatmen vor, ausatmen, nach hinten drücken. Der Popo will hinauf zur Decke und die Hände drücken sich fest vom Boden weg. Einatmen vor und ausatmen, zu Boden kommen. Mit der nächsten Ausatmung heben wir den Kopf ein wenig ein, schauen hinauf. Wie eine kleine Babykobra schauen wir hinauf. Einatmen hinunter. Und ausatmen, wir gehen ein bisschen höher, aber noch nicht in die volle Streckung. Aufpassen, wer mit dem Kreuz da hinten Probleme hat, der macht jetzt hier nur sehr reduziert natürlich mit. Einatmen hinunter. Und ausatmen hinauf in die volle Streckung. Schön hinauf. Und wer kann, hebt auch noch die Beine weg und ist nur auf den Händen. Und auf dem Fußrist hier hinten drauf. Und hinauf. Muss nicht sein, so wie es für euch passt. Schultern weg von den Ohren. Und einatmen hinunter. Ausatmen, mittlere Position. Einatmen runter und ausatmen hinauf. Kleine Babykobra. Einatmen runter und mit der nächsten Ausatmung in die Höhe drücken und in den herabschauenden Hund, wie es im Yoga heißt. Mal schön vom Boden wegdrücken, Popo, schön hinauf. Und mit der nächsten Einatmung den linken Fuß vor zu den Händen. Ausatmen hinaus, hinauf. Wieder ist die Ferse voll am Boden, das hintere Knie ist im Idealfall in der Höhe, wenn es nicht geht, dann ruhig ablegen. Hüftbeuge dehnen. Einatmen, Kopf senken, ausatmen, rechten Fuß zum linken dazu. Und mit der nächsten Ausatmung langsam Wirbel für Wirbel in die Höhe kommen. Einatmen hinauf, ausatmen, fallen lassen. Einatmen rauf, ausatmen, fallen lassen. Einatmen hinauf, ausatmen, fallen lassen. Und jetzt in die Knie, langsam mit den Händen nach vorne krabbeln. Am Boden ablegen.
gemütlich. Rückenlage. Entspannt hinlegen. Und mal tief ein- und ausatmen. Und legt richtig den Rücken am Boden ab. Schaut, dass ihr richtig gemütlich zur Ruhe kommt. Ich ziehe mir jetzt nur meinen Pullover an. Ihr bleibt bitte am Rücken liegen, weil durch den nächsten Abschnitt des heutigen Trainings führe ich euch durch. Und ihr müsst jetzt nur mehr zuhören. Ihr müsst nicht mehr zuschauen. Nur mehr ganz entspannt weiteratmen. So. Ganz gemütlich weiteratmen. Gut. Tief ein- und ausatmen. Spürt es richtig, wie sich jetzt auf einmal der ganze Körper beruhigt. Vielleicht wird es bei dem einen oder anderen jetzt so ein bisschen zippeln und zappeln. Spürt man manchmal ganz gut, speziell wenn man ein bisschen verkrampft ist oder wenn man so Bereiche hat, die gedehnt gehört. Da ist das Rückenliegen manchmal am Anfang ein bisschen ungut. Einfach entspannt liegen bleiben. Gut. Für das Folgende bitte einfach die Augen schließen und den Anweisungen einfach nur folgen. Es gibt jetzt hier kein richtig und kein falsch. Ihr macht es einfach so weit mit, wie es für euch passt. Okay? Wenn ihr zwischenzeitlich merkt, dass ihr einschlaft, ist überhaupt kein Problem. Das ist nicht selten. Ich habe hier meinen Text, damit ich euch auch ordentlich durchführen kann durch das Ganze. Dann gehen wir es mal an. Nehmen Sie eine möglichst bequeme Haltung im Liegen ein. Nehmen Sie einen tiefen Atemzug und stimmen Sie sich darauf ein, dass Sie sich nun entspannen. Atmen Sie einige Male tief ein und langsam wieder aus. Achten Sie darauf, dass sich beim Einatmen Ihre Bauchdecke hebt wie ein Luftballon und beim Ausatmen wieder senkt. Beobachten Sie Ihre Atmung für ein paar Atemzüge lang. Einatmen, den Bauchraum füllen mit Luft. Ausatmen, die Luft wieder rauslassen. Einatmen, Ballon aufblasen. Ausatmen, Luft rauslassen. Wer möchte, kann sich auch gerne die Hände für diese Übung auf den Bauch legen und richtig merken, wie mit der Einatmung der Bauchraum sich füllt und die Hände nach oben gehen und mit der Ausatmung wieder hinunter wandert. Nehmen Sie nun Ihren Körper bewusst wahr. Hände ganz locker und entspannt neben dem Körper. Die Beine sind dabei leicht geöffnet. Spüren Sie das Gesäß und den Rücken. Und die Aufmerksamkeit wandert langsam die Wirbelsäule hinauf bis zu den Schultern. Der Kopf und das Gesicht sind locker und entspannt. Der Bauch hebt und senkt sich im Rhythmus der Atmung. Bei den nun folgenden Übungen spannen wir jeweils eine bestimmte Muskelgruppe an, halten die Anspannung, lassen dann los und entspannen die Muskeln wieder. Dabei bitte besonders darauf achten, wie sich diese Spannung aufbaut und wieder löst und durch den Körper wandert. Es kommt jetzt dabei nicht so sehr darauf an, die Muskeln stark anzuspannen, sondern es kommt darauf an, den Unterschied zwischen Spannung und Entspannung deutlich zu spüren. Es dürfen keine Schmerzen entstehen und es darf sich auch nichts dabei verkrampfen. Einfach die Muskeln auslassen. Die Atmung fließt während der Anspannungsphase immer gleichmäßig weiter. Atmen Sie, wenn dies möglich ist, immer durch die Nase. Wenn das nicht geht, gilt das Gleiche wie vorhin. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den leicht geöffneten Mund und wenn das auch nicht geht, dann einfach so, dass man entspannt atmen kann. Wir fangen an mit den Händen und den Unterarmen. Wir starten mit unseren Händen. Wir ballen beide Hände zu Fäusten und spannen dabei die Finger, die Hände und die Unterarme gleichzeitig an. Jetzt anspannen.
Halten Sie die Spannung einen Moment. Atmen Sie ruhig weiter. Spüren Sie die Anspannung. Und mit dem nächsten Ausatmen lassen wir langsam los und entspannen. Die Hände und Unterarme kommen wieder zurück in eine angenehme Position. Achte nun auf das Nachlassen der Spannung und spüre den Unterschied zwischen Anspannung und der nun langsam eintretenden Entspannung. Nimm wahr, wie sich langsam ein Gefühl von Entspannung einstellt und spür, wie die Entspannung allmählich sich in beiden Armen ausbreitet, bis in die Hände und die Fingerspitzen. Wir winkeln nun unsere Arme an, so dass die Hände in die Nähe der Schultern kommen. Die Hände bleiben dabei geöffnet, also ein bisschen wie ein Bizeps anspannen. Wir spannen unsere Oberarme und somit auch den Bizeps an, und zwar jetzt. Spannung aufnehmen, weiteratmen. Halte die Spannung einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen erlauben wir den Armen langsam wieder abzusinken. Wir lassen die Muskeln wieder los. Die Hände und die Arme sinken wieder zurück in eine angenehme Position. Achte wieder auf das Nachlassen der Spannung und spüre den Unterschied. Langsam und gemächlich breitet sich die Entspannung in den Armen aus und fließt wieder weiter in die Hände. Es geht weiter mit der Oberarmrückseite. Bei unserer nächsten Anspannung drehen wir die Handinnenseite nach oben und drücken mit den Handrücken nach unten zu Boden oder in die Matte hinein. Das machen wir jetzt. Fest den Handrücken zu Boden drücken und dabei die Spannung in der Rückseite des Oberarms merken. Die Spannung wird aufgenommen und dabei tief weitergeatmet. Wir spüren die Anspannung im Oberarmbereich, im Brustkorb und auch in der Rückenmuskulatur. Mit dem nächsten Ausatmen lösen wir die Spannung wieder auf. Die Hände und die Arme kommen wieder in eine angenehme Position. Die Muskulatur entspannt sich. Beobachte nun, dass bereits ein größerer Bereich des Körpers von diesem Loslassen berührt wird. Die Entspannung breitet sich aus. Nacken- und Schulterbereich. Wir wandern nun mit der Aufmerksamkeit zu unserem Nacken und zur Schulterregion. Wir spannen Nacken und Schulter an, indem wir die Schulter nach oben zu unseren Ohren ziehen. Das machen wir jetzt. Wir ziehen fest die Schultern nach hinauf zu den Ohren und merken, wie sich die Spannung allmählich aufbaut. Langsam und gemächlich weiteratmen. Wir spüren die Anspannung. Und mit dem nächsten Ausatmen erlauben wir unseren Schultern wieder nach unten abzusinken, wieder zurückzukehren in ihre ursprüngliche und bequeme Position. Wir gehen wieder diesem Gefühl der Entspannung nach. Wer dabei ein Wärmegefühl spürt oder so ein Prickeln oder Kribbeln, dann ist das gut. Jede Wahrnehmung ist gut, jede Wahrnehmung ist in Ordnung und vollkommen okay. Der Nacken. Wir ziehen jetzt die Schultern nicht hinauf, sondern ziehen die Schulterblätter hinten zusammen. Dabei hebt sich der Brustkorb ein wenig an. Wir spannen jetzt die Schulterblätter hinten zusammen, halten die Spannung, atmen kontinuierlich weiter und spüren, wie alles hinten im oberen Rücken eine Spannung aufbaut. Mit dem nächsten Ausatmen erlauben wir unseren Schultern wieder abzusinken. Schulterblätter entspannen sich und kehren wieder in ihre ursprüngliche
bequeme Position zurück. Wieder macht sich das Gefühl von Entspannung breit. Wir lassen dem Ganzen ein wenig Zeit, bis es sich entspannt hat und kommen dann zur Stirn. Wir lassen die Arme, die Schultern und den Nacken ganz entspannt und ruhig und richten unsere Aufmerksamkeit nun auf das Gesicht. Zunächst nur auf die Stirn. Wir aktivieren die Muskeln im Stirnbereich, indem wir die Stirn in Falten legen, wie so Zornesfalten. Das machen wir jetzt. Es baut sich wieder eine Spannung auf. Wir atmen kontinuierlich weiter. Und mit dem nächsten Ausatmen lösen wir die Spannung wieder der Stirn auf. Die Stirn kann nun ganz locker werden, ganz glatt und entspannt. Spür wieder hinein zwischen Anspannung und Entspannung und merke, wie sich die Stirn mehr und mehr entspannt. Als nächstes das Gesicht und der Hals. Wir richten unsere Aufmerksamkeit nun auf unser gesamtes Gesicht und spannen die Muskeln rund um die Augen, die Nase, die Wangen, die Lippen, das Unterkiefer und den Hals gleichzeitig an. Jetzt anspannen. Und die Spannung spüren. Weiter atmen und einen Moment halten. Ihr könnt dabei eine Schnute ziehen, die Nase rümpfen, einen Kussmund machen oder ein Duckface. Alles ist erlaubt, Hauptsache ihr spürt eine Spannung. Wer möchte, kann auch dabei die Zähne ein wenig zusammenkneifen. Beim nächsten Ausatmen entspannt sich das Gesicht wieder. Alle Spannung darf weichen. Glätte die Stirn, lass die Muskeln um die Augen weit werden, die Nasenflügel wieder locker, Wangen- und Kiefermuskulatur entspannen und die Lippenmuskeln werden ebenfalls ganz locker. Beobachte wieder den Unterschied zwischen der Anspannung und der Entspannung und lass die Muskeln im Gesicht mit jedem Ausatmen immer noch lockerer werden. Das Gesicht wird immer mehr und mehr entspannt. Das Gesicht beginnt sanft zu lächeln. Als nächstes richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Brustkorb. Wir aktivieren die Muskeln im Brustkorbbereich, indem wir die Schultern nach vorne zusammenziehen. Jetzt die Schultern vorne zusammenziehen. Die Brustmuskulatur aktivieren. Spannung spüren und weiteratmen. Und mit dem nächsten Ausatmen lösen wir die Spannung wieder auf. Die Schultern kommen wieder in ihre Ursprungsposition zurück, in eine bequeme Position. Wir gehen wieder dem Gefühl des Loslassens nach. Wir spüren das Kommen und gehen der Atemluft in unseren Brustkorb. Entspannung breitet sich aus. Kommen wir weiter zum unteren Rücken. Wenn wir am unteren Rücken angelangt sind, spüren wir hier im Bereich der Lendenwirbelsäule in uns hinein. Wir aktivieren die Muskeln in diesem Bereich, indem wir den Becken ein wenig nach vorne kippen, sodass ein leicht verstärktes Hohlkreuz entsteht. Dabei bitte nicht übertreiben, besonders wenn Einschränkungen in diesem Bereich vorhanden sind. Jetzt das Becken kippen. In ein leichtes Hohlkreuz rutschen, Muskeln anspannen im unteren Bereich, weiteratmen und ruhig weiteratmen. Mit dem nächsten Ausatmen lösen Sie die Spannung wieder auf. Die Wirbelsäule kommt wieder in eine bequeme Position und geh wieder dem Gefühl des Loslassens, der Entspannung nach. Spüre wieder den Unterschied zwischen Anspannung und Loslassen. Alles wird weicher, sanfter und entspannter. Spür nun die Atmung in der Bauchregion. Wieder hebt sich beim Einatmen der Bauch und senkt sich beim Ausatmen.
Das werden wir jetzt für eine kurze Zeit unterbrechen, indem wir die Bauchdecke anspannen. Und zwar so, als würden wir einen Schlag abfangen wollen. Jetzt kommt der Schlag und jetzt wollen wir ihn abfangen. Bauchdecke anspannen, dabei weiteratmen. Nimm die Spannung bewusst wahr und mit dem nächsten Ausatmen lass die Spannung wieder los und entspanne dich. Lass die Bauchdecke locker und entspannt werden. Spür deutlich das Heben und das Senken der Bauchdecke durch die Ein- und Ausatmung. Und gönn dir jetzt richtig das Loslassen im Bauch. Der Bauch ist vollkommen entspannt. Wir machen weiter mit den Beinen. Spannen dabei den Gesamtbereich der beiden Beine an. Die Oberschenkel, die Waden, die Schienbeinmuskulatur, die Füße und das Gesäß. Jetzt alles anspannen. Spannung aufbauen im gesamten Bereich der Beine. Halte dies einen Moment. Atme kontinuierlich weiter. Und beim nächsten Ausatmen lass wieder los und entspann dich. Achte auf das angenehme Gefühl der Entspannung, das sich allmählich in deinem Bopsch einstellt. Sich dann wieder in den Beinen ausbreitet, in den Oberschenkeln, in den Unterschenkeln bis hin zu den Füßen. Folge der Entspannung und lass diese mit jedem Ausatmen tiefer werden und tiefer. Das Gesäß und die Beine sind vollkommen entspannt. Wir überlassen uns nun diesem angenehmen Gefühl der Entspannung. Entspannung flutet den gesamten Körper. Wir spüren die Arme und Hände, die Finger, das Gesicht, den Hals und den Nacken. Alles ist vollkommen entspannt. Die Entspannung fließt in die Schultern, den ganzen Rücken hinunter, in den Brustkorb und Bauch, in das Becken und Gesäß, in die Beine bis in die Füße und in die Zehenspitzen hinein. Die Entspannung wird mit jedem Ausatmen tiefer und immer tiefer. Die Atmung fließt ruhig und gleichmäßig. Mit jedem Ausatmen gleitet der Körper ein Stück tiefer in die Entspannung hinein. Tiefer und tiefer. Genießen Sie dieses wohlige und angenehme Gefühl tiefer Entspannung. Mein Körper ist vollkommen entspannt und ich bin vollkommen entspannt. Haltet jetzt noch ein wenig inne und lasst eure Gedanken jetzt kreisen. Denkt an einen schönen Ort, an dem ihr gerne seid und malt ihn euch in den buntesten Farben aus. Und wenn ihr soweit seid, kehrt langsam wieder zurück. Atmet tief ein und aus. Legt jetzt nochmal die Hände auf euren Bauch. Und jetzt bleibt locker liegen, tief und entspannt. Und mit jedem Mal einatmen, füllt sich der Bauchraum. Und ausatmen, der Bauchraum wird wieder leer. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Jeder für sich noch ein paar tiefe Atemzüge, bei denen der Bauchraum ordentlich gefüllt wird mit Luft und beim Ausatmen wieder entleert wird. Einatmen, Bauchraum füllen. Ausatmen, Bauchraum entleeren. Wer möchte, kann so weiteratmen. Wer sagt, ich möchte noch was anderes ausprobieren, der legt die Arme jetzt seitlich neben den Körper, etwa auf Höhe der Rippen, Ende des Brustkorbs. Und wir atmen jetzt tief in die Hände hinein.
Mit jeder Einatmung zieht unsere Hände auseinander. Der Brustkorb verhält sich wie eine Ziehharmonika. Einatmen und ausatmen. Einatmen. Ziehharmonika füllen. Ausatmen. Ziehharmonika entleeren. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge in der Position. Achte wieder dabei ordentlich auf die Einatmung, wie sich der Brustkorb zur Seite nach außen aufbläht. Und mit der Ausatmung wieder entleert. Einatmen, Brustkorb füllen. Und ausatmen. Wenn du soweit bist, bleib locker liegen. Und fang langsam an, dich zu regeln und zu strecken, als wärst du gerade aufgestanden. Ein bisschen mit den Handgelenken kreisen, die Arme unterschiedlich lang hinaufdrücken, dasselbe mit den Beinen, ein wenig mit den Füßen kreisen und den Fuß nach vorstrecken, im Wechsel mit dem anderen Fuß, als würdest du gerade aufstehen und dich strecken, regeln, nach einem guten Schlaf. Wenn du soweit bist, komm langsam mit dem Oberkörper nach oben. Setz dich gemütlich hin, in eine für dich gemütliche Position. Mach dich lang im Oberkörper. Wir atmen dann ein, zieh die Arme hinauf. Und ausatmen, wir ziehen zur Seite. Ein paar tiefe Atemzüge in der Position. Einatmen hinauf, ausatmen, lösen. Einatmen hinauf mit den Armen. Und ausatmen, wir drehen zur anderen Seite. Wir ziehen schön seitlich hinüber. Atmen tief ein und aus. Einatmen zur Mitte und ausatmen, lösen. Mit der nächsten Ausatmung drehen wir den Oberkörper zur Seite und schauen hinterher. Einatmen, ausatmen, zur Seite drehen und hinterher sehen. Eine Drehung in der Wirbelsäule spüren. Aufpassen, bitte jeder nur so weit, wie es geht. Tief ein- und ausatmen. Und mit jeder Ausatmung weiter in die Drehposition hinein. Einatmen zur Mitte und ausatmen, wir ziehen zur anderen Seite. Wieder daran denken, mit jeder Ausatmung weiter nach hinten, hinterher sehen. Einatmen zur Mitte. Und jetzt noch einmal einatmen, die Arme nach oben, Handflächen aufeinander, hinunter zum Brustbein ziehen. Nochmal fest die isometrische Spannung aufbauen, fest die Handflächen aufeinander drücken, tief ein- und ausatmen. Mit jeder Ausatmung die Handflächen fester aufeinander drücken. Und mit der nächsten Ausatmung lösen. Und jetzt seid ihr auch erlöst.
Gut, Matthias. Ihr habt es geschafft für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht auch und ihr seid jetzt ein bisschen entspannt für die nächsten Prüfungen. Ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute für die Prüfungen, die jetzt noch anstehen. Ich hoffe, ihr könnt es trotz Corona irgendwie rocken und habt so nicht allzu viel Troubles. Liebe ÖH, vielen, vielen Dank, dass ihr mich dazugeholt habt. Ich hoffe, es hat gepasst und ihr werdet wiedergewählt. Lasst mich wissen, wenn wir vielleicht mal live in Innsbruck was machen wollen oder wenn ihr mal in der Gegend seid. Ihr seid immer herzlich willkommen. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit bis dahin. Genießt euren Abend heute noch. Für all jene, die jetzt so richtig in der Entspannung drinnen sind, großes Glas Wasser hilft jetzt. Das hilft dem Körper jetzt nochmal ordentlich zur Ruhe zu kommen. Ein kleiner Spaziergang ist auch jetzt noch ideal nach der ganzen Geschichte. Einfach holt euch das, was ihr jetzt braucht. Der Körper gibt es euch eh vor. Ansonsten, ÖH, antiviral Nummer 2 erledigt. Schauen wir mal, vielleicht sehen wir uns ja im Sommer wieder oder sonst nächstes Semester. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ja, schaut's vorbei. Instagram, secret.garden.fitness wird demnächst umgeändert, sobald mein neuer Nachname da ist. Also nicht stressen. Facebook, Lela, Secret Garden Fitness und Holy Oak und meine Homepage secret-garden-fitness.com oder holyoak.at. Demnächst auch wieder ganz coole neue Beiträge und Rezepte, auch mit Videomaterial. Also stay tuned und tune in bei Antiviral Nummer 3, was auch immer es dann wird. Schöne Zeit! Macht es gut!